Moini, und da bin ich wieder mit Alan Wake 2 und Saga im zweiten Kapitel. Und es wurden mehr Fragen aufgeworfen als erklärt. Wir sind 13 Jahre später als bei Alan Wake 1, ebenfalls in Bright Falls. Es gibt mysteriöse Mordfälle und einer dieser Opfer, denen das Herz aus der Brust geschnitten wurde in einem Ritualmord, hat uns jetzt angegriffen und sieht uns nicht, wenn wir im Licht stehen. Ja, ich bin gespannt. Angeblich ist unsere Tochter tot. Und das Lied, was ihr eventuell im letzten Abspann gehört habt, hat auch schon wieder Hinweise gegeben. Und es war wieder wie im ersten Teil, dass die Musik einen unglaublich wichtigen Teil hier spielt. Also, gehen wir mal weiter. Er hatte kein Herz. Aber er konnte trotzdem aufstehen. Genauso stand es in der Seite. Das half mir gegen ihn. Er ist einfach verschwunden. Was zum Teufel geht hier vor sich? Wir müssen es rausfinden, wenn wir etwas dagegen unternehmen wollen. Irgendwie müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Und ich glaube wirklich, also ich gucke das nachher mal nach, wenn ich Pause mache. Ich habe bis jetzt noch keine Pause gemacht. Ich glaube wirklich, dass der verschwunden ist, dass der Sheriff Breaker, der auch D&D gerne gespielt hat, dass der bei den X-Men mitgespielt hat. Und zwar, ich habe den letztens in einer anderen Serie auch gesehen, deswegen kam mir der gerade so bekannt vor. Ich bin mir total sicher, dass der das ist. Der entweder mit Eis oder mit Feuer so werfen konnte. Keine Ahnung, Leute. So, wir wurden von einem Toten angegriffen. Was wir gerade gesehen haben, lässt sich nicht rational erklären. Ich würde es ja gerne auf eine Halluzination schieben, aber wir wissen beide, dass das Blödsinn ist. Ja, ich denke schon. Das war etwas Übernatürliches. Gut, dass Sie das gesagt haben. Jetzt können wir nach einer Lösung suchen. Ich finde es schade, dass sie mal aus der Kamera wegguckt. Was ist mit dem Sheriff passiert? Vor dem ganzen Chaos ist Sheriff Breaker einfach verschwunden. Vielleicht wusste der Sheriff mehr, als er zugab. Er wirkte so, als hätte er sich vor dem gefürchtet, was kommen würde. Ein weiteres Mysterium. Das Opfer eines Ritualmordes verwandelt sich in ein Monster. Gibt es da einen Zusammenhang? Sieht so aus, als würde der Kult des Baumes Rituale durchführen. Monster zu erschaffen. Vielleicht. Wir müssen herausfinden, welches Ziel dieser Kult verfolgt. Ich finde heraus, wo. Da liegt eine der Seiten auf dem Boden. Ja. Saga war wieder am Cauldron Lake. Saga musste Nightingale verfolgen. In den Übergang. Einen Weg hineinzufinden würde schwierig sein. Ein Ritual. Saga würde lernen, wie das Monster aufhalten. Okay. Saga war zurück am Cauldron Lake. Er war auch dort, Nightingale, war aber nicht allein. War nicht. Ein Besessener, eine Kreatur der Dunkelheit. Er war jenseits ihrer Reichweite, dort, wo eine andere, seltsame Realität, der dunkle Ort, mit der unseren verschmolz. Dieser Ort und der dunkle Ort. Eine darüber geworfene Plane, die alles unter sich ertrank. Eine Flut von Dunkelheit, die alles durchdringt. Es verdirbt, es verfaulen lässt. Die Seite nannte diesen Bereich Übergang. Saga musste Nightingale verfolgen, in den Übergang. Einen Weg hineinzufinden, würde schwierig sein. Es erfordert präzise Schritte, ein Ritual. Saga würde lernen, wie. Das Monster aufhalten, ihre Aufgabe. Bevor es wieder tötet, ihre Aufgabe. Es würde drinnen sein und auf sie warten. Ungelesen. Der Obduktionsraum war ein einziges Durcheinander, als wäre eine Bombe daran losgegangen. Ja. Nightingale hat Saga gejagt. Er hat sie bei dem Licht nicht gesehen, taumelte an ihr vorbei. Die Besessenen konnten nicht ins helle Licht sehen.
Das Licht verletzte sie, verletzte die Dunkelheit in ihnen, machte sie verwundbar. Ich lege den Schalter um. Es macht Klick. Zeigen Sie mir den Klicker. Die Lichter sind aus, aber jemand ist zu Hause. Hemingway hat sie hergebracht. Hexe. Verschwinden Sie aus einem Haus. Verschwinden Sie aus meinem Haus, rief Nightingale. Hemingway hat sie hergebracht, Hexe. Ist ein Zitat von Nightingale, das er ja gerade gesagt hat, als er sie überfallen hat als Leiche. Und mit Hemingway meint er Alan Wake. Nur falls ihr das aus dem ersten Teil nicht mehr wisst, Nightingale hat ihn immer, hat Alan Wake immer wie jeden anderen Schriftsteller genannt, aber nicht wie Alan Wake, weil er so berühmt war, dass er ihn immer wieder mit neuen Schriftstellernamen ausgestattet hat. Eine Welle des Schreckens schoss Saga durch den Kopf. Die schreckliche Wahrheit. Nightingale hatte kein Herz in seiner Brust, aber hier war er und tötete ein Monster. Die Welt war aus dem Gleichgewicht geraten. Sie fanden sich auf der anderen Seite des Spiegels gefangen. Okay. So, dann habe ich hier noch was im Radio entdeckt. Ein neues Lied. Haben wir hier nichts Neues mehr? Doch. Nightingale griff uns an. Ein toter Mann hat sich in ein Monster verwandelt. Licht scheint dagegen Wirkung zu zeigen. Seiten sagen die Zukunft vorher. Es gibt keine rationale Erklärung. Wir müssen diesen Fall unbedingt knacken. Und du hast Intuitionen, die auch ein bisschen hellseherisch sind. Saga war zurück am Cauldron Lake. Er war ebenfalls dort, ein Besessener. Eine Kreatur der Dunkelheit. Ich mag das Geräusch. Saga musste Nightingale verfolgen. In den Übergang. Einen Weg hineinzufinden, würde schwierig sein. Ein Übergang? Was? Diese Seiten ergeben keinen Sinn. Laut der Seite kehrt Nightingale zum Cauldron Lake zurück und er ist jetzt ein Besessener. So, dann haben wir aber auch noch Kult des Baumes. Opfer des Kultmordes wurde zum Monster. Kultziele. Kultritual, was ist das? Hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, würde ich es nicht glauben. Ich muss der Sache nachgehen. Es muss eine Erklärung dafür geben. Casey, der Kult des Baumes führt Rituale durch, um Monster zu erschaffen. Nightingale war das einzige Opfer, das zu einem Monster wurde. Bisher. Kultrituale, was ist das? Schreiben Teil des Rituals. Schreiben Teil des Rituals. Ach so. Sein Mord passte zu dem der anderen Opfer. Warum wurden sie nicht auch zu Monstern? Ja, okay. Okidoki. Puh. Harter Tobak. Ich kann mal eine Waffe immer nur nicht, nee, erst ab 12 aufleveln. Oh, ich stehe hier immer noch. Tja. Laut der Seite ist Nightingale wieder am Cauldron Lake. Er soll ein Besessener sein. Wir müssen dorthin und ihn aufhalten, bevor jemand verletzt wird. Okay. Das war's? Okay. Dann war's das wohl. Hier, wir haben Schüsse gehört. Alles okay? Waren die Leichen zu viel für Sie? Sheriff Breaker ist verschwunden. Nightingale hat sich in ein Monster verwandelt und einige Officer sind verletzt. Verletzt? Sie kümmern sich darum. Wir müssen sofort zurück zum Cauldron Lake. Scheiße. Das ist schrecklich. Wir tun, was wir können, Ma'am. Verletzt.
Aber das ist doch verrückt, Thornton. Nightingales Herz fehlte. Wie konnte er etwas tun? Er ist doch tot. Stimmt. Das ist doch Wahnsinn. Monster sind nicht echt. Und was soll das heißen, der Sheriff? Ich habe das Gefühl, ich müsste eigentlich schon Bolzenschneider haben. Schönes Pärchen. Oh, ich könnte ein paar Snacks gebrauchen. Hallo! Mein Klient wurde lange genug hier festgehalten. Lassen Sie mich jetzt mit ihm reden oder nicht? Einen Moment, Ma'am. Jemand wird gleich zu Ihnen kommen. Aha. Wie oft müssen wir das noch durchgehen, Walter? Hm? Mir reicht es langsam mit dir. Walter sagt nichts. Etwas Schlimmes geht hier vor sich. Ich fühle es. Walter, lass mich hast aus. Auch recht. Hi. Ich glaube, deine Anwältin steht schon draußen. Und du? Denkst du, es gefällt mir, dich immer wieder in den Knast zu stecken? Tut es nicht. Weißt du eigentlich, wie viel Papierkram du mir jedes Mal bescherst? Jede Menge. Na, ist das sein Sohn? Toilette? Ein Zettel. Ich weiß, dass einer von euch das Toilettenpapier klaut. Ich habe nachgezählt und jeden Tag fehlt eine ganze Rolle aus dem Lager. Diebstahl wird hier sehr ernst genommen. Das ist eine Polizeiwache, verdammt nochmal. Irgendwann werde ich dich auf frischer Tat ertappen. Und dann fliegst du hier raus. Das verspreche ich dir. Was für eine Schande du bist. Darunter steht aber noch was. Welcher Spinner zählt Toilettenpapierrollen? Klingt, als ob sie zu viel Zeit hätten. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Eine Klopapierrolle. Ja gut, eine täglich ist halt auch sau viel, ne? Eine Klopapierrolle, aber ey. Ja. Fest verschlossen. Lady of the Light. Hier. Und eine neue Karte. Polizeiwache entdeckt. Na gut, dann. Nightingale und dieser Brüll sind gefährlich. Wir müssen uns vorbereiten, falls es noch weiter eskalieren sollte. Kannst du es melden, Casey? Gute Entscheidung, Anderson. Agent Casey spricht. Ja, wir brauchen Verstärkung. In Bright Falls. Alle, die sie entbehren können. Sofort. Und Sie glauben, dass wir Nightingale am See finden? Die Seiten lagen bisher nie falsch. Der Verfasser dieser Seite könnte uns an der Nase herumführen. Ja, aber das ist unsere beste Spur. Ich möchte bitte einen Bolzenschneider. Ich sehe mich schnell um. Ja. Wir treffen uns beim Auto wieder. Bis bald. Alter, mach ich hier so Handy-Fotos. Hier ist die Wettervorhersage fürs Hirschfest. Ich arbeite schon einen ganzen Monat an diesem Wagen. Wenn es regnet, verliere ich den Verstand. Das würde das ganze Pappmaché ruinieren. Das Nein. Ist echt empfindlich. Ja klar, sehr auf Pappmaché. War ich schon, oder? Ja. Ja, hier war ich schon. Was ist hier los? Hier sind auch diese Symbole. Das ist dasselbe Symbol wie auf dieser Kette. Ja. Bis dann.
wie bis dann? Erklär mir das. Jetzt putzt sie nicht mehr das Fenster hier, sondern... Ja, das ist nicht geputzt, das ist geweißelt. Ach so, das ist erstmal nur Seife. Ich verstehe. So. Das ist anscheinend geschlossen. Ich finde, das sieht so aus, als wäre hier gleich ein Dead End für mich. Ja. Ich kann hier noch nicht weg. Es gibt noch viel zu tun. Ja, es gibt einen Bolzenschneider zu finden. Ach ja, vielleicht hat der Hardware Store jetzt ja geöffnet. Habe ich gerade gar nicht geguckt, hätte ich ja erst machen können eigentlich. Aha. Pflegeheim Valhalla. Interessant, toll. Erzähl mir mehr. Was passiert da schon wieder? Es ist so wild. Pat, was ist los mit dir? Hast du deine Radiostation jetzt im Altersheim mit den beiden Musikern? So, hier ist ein Hund ziemlich wild am Bellen. Können wir dem helfen? Nein. Ich habe Dinge zu erledigen. Und das ist der falsche Weg. Hallo, Bolzenschneider einmal bitte. Stört ihr auch nicht, wenn ich hier Bodyblocke, ne? Bank of Bright Falls. Habt ihr Bolzenschneider? Dann müssen wir wohl der Story folgen. Gibt Schlimmeres. Wild, wild, wild. An Wendy kann ich mich nicht mehr erinnern. Schön, Sie zu sehen. Wo es ja erst 3 Monate her ist, dass ich das Spiel gespielt habe. Hast du einen Bolzenschneider?
Da liegt Ketchup auf dem Boden. Ja, ich denke, ich habe alles gesehen. Ich glaube, ich habe was gesehen. Dauert nur einen Moment. Ich warte hier. Fernseher? Moment. Hm? Wo habe ich das denn jetzt verpasst? Keine Ahnung. Okay. Wie geht es Ihnen? Elderwood. Haben Sie die Stadt erkundet, Anderson? Ich hole nur meine Sachen. Bereit? Ich warte auf Sie. Du kannst mit dem Auto zu den Schauplätzen reisen. Ausstempeln und dann ein Bier. Oder vielleicht drei. The Historic, achso. Die historische Elderwood Palace Lodge von Bright Falls. Dieses Gebäude wurde einst als Teil einer der frühen Siedlungen im Großraum Bright Falls errichtet. Das 1898 errichtete Gebäude wurde im Laufe der Jahre sowohl privat als auch öffentlich genutzt und hat die Zeit überdauert. Im Jahr 2015 wurde es sorgfältig abgebaut und hier in der Innenstadt von Bright Falls Stamm für Stamm wieder aufgebaut, wo es nun wieder im ursprünglichen Glanz erstrahlt. Die Elderwood Palace Lodge wurde 2016 in Bright Falls wieder eröffnet und steht den Gästen seither verlässlich zu Diensten. Ja, die wurde ja komplett eingerissen, ne? Was ist denn hier zu empfehlen? Gibt es gute Restaurants? Ich esse gern gut. Tja, die Restaurants und Läden in der Stadt sind aktuell leider geschlossen. Hallo! Aber nach dem Hirschfest gibt es eine große Wiedereröffnung. Ich glaube, hier gibt es nichts Neues für mich. Ach, warte. Moment. Haben die mir hier den Raum, hier den privaten Raum zur Verfügung gestellt? Ist das hier mein Kram? Das wird Sinn ergeben, oder? Weil alles so aussieht wie in meinem Gedankenraum. Das ist mein Kram. Na gut. Hier waren wir aber schon zur Genüge. Jetzt können wir mit dem Auto schnell reisen zu Orten. Haben Sie sich verlaufen, Anderson? Nee, wieso? Wir sind doch hier. Ich will ehrlich sein, Anderson. Ich weiß, warum Nightingale vor 13 Jahren hier war. Er verfolgte einen Schriftsteller, Alan Wake. Tammy erwähnte ihn. Sie schreibt ein Buch über sein Verschwinden. Sie kennen ja den Detective aus seinen Büchern, Alex Casey. Ja, ich habe die Witze im Büro gehört. Cold Case Casey, Murder Case Casey. Sorry. Haha, gleicher Name, gleicher Job. Jeder hat immer dasselbe gedacht. Es hat genervt, aber mehr auch nicht. Und vor 10 Jahren erhielt ich dann plötzlich diese Briefe. Prosa-Fragmente, die Morde beschrieben. Sie haben doch gehört, was in New York passiert ist. Zumindest einen Teil davon. Immer mehr Leichen tauchten auf. Ein mörderischer Kult. Wie sich herausstellte, stammten die Fragmente aus Alan Wakes Krimis. Der Kult kopierte die Morde aus den Büchern. Sie dachten, dass sie ein Ritual durchführten, um Wake zurückzubringen. Ihr imaginärer Prophet. Nach diesem Fall befasste ich mich nebenbei mit Wakes Verschwinden. Und Sie dachten, dieser Fall hätte mit ihm zu tun? Sein Name taucht immer wieder auf.
Ich wollte nur, dass Sie alle Fakten kennen. Nächstes Mal überlassen Sie mir, bevor wir uns in einer Horrorgeschichte wiederfinden. Return 2, das Herz. Laut der Seite hält sich Nightingale in einem sogenannten Übergang auf. Ich muss rausfinden, was das genau ist. Ich bin froh, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Danke. Beginnen wir am Tatort mit der Suche nach Nightingale. Wunderschön haben wir es hier schon wieder. Und jetzt hat anscheinend ein neues Kapitel angefangen. Aber ich mache jetzt hier erstmal Pause und wir sehen uns dann hier wieder in der nächsten Runde, der nächsten Folge, selbe Stelle. Wow, krasses Spiel bisher. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar liebe Worte in den Kommentaren lassen könntet. Ein Like eventuell und falls ihr es noch nicht getan habt, auch ein Abo. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal dann. Tschüss.